Die Nürburg inmitten der Eifelwälder ist 11 Monate im Jahr ein Ort der Ruhe. Wenn der Automobilclub von Deutschland alljährlich den Grand Prix veranstaltet, erlebt der Nürburgring die größte Sportveranstaltung Europas. Über 1 Million Menschen in ca. 100.000 Fahrzeugen lockt das Spektakel Autorennen, der 11. Weltmeisterschaftslauf der Formel 1 Fahrerweltmeisterschaft. 24 der gemeldeten 26 Wagen sorgen für ein imposantes Bild an Start und Ziel. Fahrer aus 14 Ländern fahren um fast 600.000 Mark Start- und Preisgelder. In der ersten Startreihe haben wir gesehen, mit der Nummer 12, Niki Lauda, neben ihm Carlos Pace und hier mit der Nummer 4 in der zweiten Startreihe, Patrick Depailleux, der Franzose mit dem Tyrrell Ford. Emerson Fittipaldi hatte wie im Vorjahr, als er stehen blieb am Start, große Probleme, der Weltmeister von 72 und 74 mit der Vorderradaufhängung, die im letzten Moment noch beseitigt werden konnten. Mit dabei drei Deutsche, Jochen Maas mit der Nummer 2, er fährt einen McLaren, Hans-Joachim Stuck aus Greinau mit dem March 751 und schließlich auch Harald Ertl, der zwar Österreicher ist, hier übrigens Clay Ragazzoni, der aber mit einer deutschen Lizenz fährt und deshalb in der Fachsprache des Motorsports als Deutscher gilt. Nun müssen auch die Konstrukteure und die letzten Mechaniker, die die Wagen gezündet haben, den Start- und Zielbereich verlassen. Die Wagen dürfen ein Stück vorziehen. Sie sind übrigens schon eine Startrunde gefahren, um die Reifen auf die optimale Temperatur, damit sie besser haften an der Strecke, zu bringen. Hoffentlich bekommen Sie etwas mit von der knisternden Atmosphäre. Wenige Sekunden vor dem Start. Niki Lauda, der Favorit, in der Weltmeisterschaftswertung führend mit 14 Punkten vor Emerson Fittipaldi, neben ihm Carlos Pace, der Brasilianer. Lauda fuhr im Training erstmals am Nürburgring unter 7 Minuten. Der Start geglückt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn kein Wagen blieb stehen, keine Kollision. Als erster in die Südkehre, Lauda mit dem Ferrari mit der Nummer 12, dahinter Carlos Pace mit der Nummer 8 mit dem Brabham BT 44. An dritter Stelle Depailleux, der Franzose, mit der Nummer 4 auf dem Tyrrell Ford. 12.500 PS bewegen sich da im Augenblick hier in die Nordkehre und gehen auf die Strecke von 319 Kilometern. 14 Runden, a 22,835 Kilometer, sind zu fahren beim Großen Preis von Deutschland, dem 11. Weltmeisterschaftslauf für Formel-1-Fahrzeuge dieser Saison. Unser Hubschrauber verfolgt das noch relativ eng zusammenliegende Feld in der Hatzenbach. Ein Kurvengeschlängel. Der Nürburgring weist 40 rechts und 33 Linkskurven auf. Er gilt als der schwierigste, aber auch der schönste Kurs auf der ganzen Welt. Strahlender Sonnenschein auf dem Nürburgring, südländische Temperaturen, etwa 30 Grad im Schatten. Aber wo ist schon Schatten? Alle Wagen mit den Trockenreifen, den Slicks, ausgerüstet. Hier bereits der erste Wagen, der an die Seite gerollt wird. Mit der Nummer 3 ein Wagen von Jody Scheckter, der noch tauschen konnte. Alle Wagen also mit Slicks ausgerüstet, mit den Trockenreifen. Und da auch kein Gewitter im Anzug ist, ohne Risiko, à la Silverstone, dass plötzlich ein Regen kommt und die Wagen dann à la Aquaplaning hoffnungslos ineinander fahren. In Führung Niki Lauda, der rote Ferrari, vor dem blauen Tyrrell Ford von Patrick Depailleux. An dritter Stelle der weiße Brabham BT 44 von Carlos Pace.
ist jetzt etwa Kilometer 7, Adenauer Forst. Kurz davor hatten die Fahrzeuge einmal eine Geschwindigkeit von etwa 280 Stundenkilometern. Und unser Hubschrauber hat manchmal Schwierigkeiten zu folgen. Riesiges Zuschauerinteresse, Sie sehen es, hier in Breitscheid. Kilometer 10 etwa, also knapp die Hälfte einer Runde. Und wir sehen den drittplatzierten Carlos Pache, den Brasilianer, der in diesem Jahr schon den großen Preis von Brasilien gewinnen konnte. Wieder Hubschrauberbilder von der Anfahrt zum Bergwerk. Früher hatten Formel-1-Fahrzeuge hier Schwierigkeiten, weil es relativ steil bergan ging. Heute sind die Motoren mit 465 bis 495 PS so stark, dass der Fahrer es kaum merkt, dass es bergauf geht. Lauda schon mit einem ganz beachtlichen Vorsprung. Das ist eben der Vorteil der Pole Position, der ersten Startreihe. Man kann gleich wegziehen und sich ein bisschen lösen vom Feld. Und die Gefahr zu kollidieren ist natürlich auch wesentlich geringer, wenn man vorne wegfahren kann. Einfahrt ins Karussell, einem der interessantesten Streckenabschnitte am Nürburgring, nach etwa 14 Kilometern. Niki Lauda. Pech für Jochen Maas, er hatte bereits in Adenauer Forst einen Defekt und fiel zurück. Er hatte sich im Training immerhin als Fünfter platzieren können und sich Hoffnungen auf eine ganz gute Platzierung in diesem 11. Grand Prix der Saison machen können. Mit dabei aber an sechster Position Hans-Joachim Stuck. Die Reihenfolge Ende des Karussells, Lauda in Führung mit dem Ferrari, dahinter Depailler, Pache, Carlos Reutemann, der Argentinier mit dem Brabham, der immerhin schon 50 Grand Prix gefahren ist, Regazzoni, der zweite Ferrari-Pilot, an fünfter Stelle und Hans-Joachim Stuck an der sechsten Position. Sie erkennen die breiten Sicherheitsstreifen rechts und links der Strecke. Der Nürburgring ist in den letzten Jahren zu einer der sichersten Rennstrecken geworden. Man hat Millionen investiert. Der Schwalbenschwanz. Sie erkennen die Zeltstadt. Tausende von Rennbesuchern kommen hier bereits am Donnerstag oder Freitag her und machen ein langes Rennsportwochenende. Niki Lauda, der in diesem Jahr schon 4 Grand Prix gewinnen konnte, unter anderem 3 hintereinander in Monaco, in Belgien und schließlich in Andersdorf in Schweden. Und dann war er noch beim großen Preis von Frankreich erfolgreich, nachdem er in Holland hinter James Hunt den zweiten Platz belegt hatte. Die erste Runde geht zu Ende. Von der Antoniusbuche, Tiergarten hin zur Bremskurve. Vor Start und Ziel, diese Bremskurve ist vor Jahren errichtet worden, damit die Fahrzeuge vor der Einfahrt auf die Zielgeraden an Geschwindigkeit verlieren. Lauda nach der ersten Runde in Führung. Zweiter ist Depailler, Pache auf dem dritten Platz. An vierter Stelle dann Reutemann. Fünfter übrigens Regazzoni, der zweite Ferrari-Pilot. Die Ferraris sind im Gegensatz zu allen anderen Fahrzeugen im Feld 12 Zylinder. Die anderen haben alle 8 Zylinder und sind die Cosworth-Motoren von Ford.
Sie erkennen es doch schon recht weit auseinandergezogen, das Feld. Lauda zum zweiten Mal hinunter in die Hatzenbach. Ein Kurvenlabyrinth. Wenn man hier in der ersten Kurve versteuert, braucht man 4-5 Kurven, um wieder auf der Ideallinie fahren zu können. Interessant übrigens die Entwicklung im Motorsport. 1936 fuhr Bernd Rosemeyer erstmals unter 10 Minuten auf dem Nürburgring. 1969 Jackie X unter 8 Minuten und Lauda im Training gestern erstmals unter 7 Minuten. Aber hier gelten natürlich nur im Rennen gefahrene Zeiten bei den Rundenrekorden. Mit der Nummer 5 an der Box Ronnie Patterson mit dem Lotus 72. Die Spitze im Karussell. Hier ist Hans-Joachim Stuck zu erkennen mit seinem March und dem blauen Stuckzelt. Der 24-jährige Sohn des Mannes, der ebenfalls schon am Nürburgring gewinnen konnte, sogar in der Formel 1. Ist noch ein bisschen zu draufgängerisch in seiner Fahrweise, aber sicherlich ein ganz talentierter Mann, auch für die Formel 1. Hans-Joachim Stuck konnte ja in Silverstone nach einer halbjährigen Pause in der Formel 1 erstmals wieder von March ein Auto bekommen. Und gerade auf seiner Hausstrecke, dem Nürburgring, wollte er es natürlich Max Mosley, dem Chef dieses Stalles, zeigen, dass er in die Formel 1 gehört. In Führung Niki Lauda. Weitere Ausfälle werden gemeldet, Mark Donoghue und auch noch Wilson Fittipaldi. Das Feld dezimiert sich. Der älteste Fahrer im Feld ist übrigens 38 Jahre alt. Die meisten zwischen 23 und 32. Die Jugend drängt in der Formel 1 nach vorne. Juan Manuel Fangio war bei seinem letzten Sieg auf dem Nürburgring 46 Jahre alt. Zu ihrer Orientierung Schwalbenschwanz Niki Lauda. Das ist die lange Gerade an der Döttinger Höhe, wo die Fahrer einmal ein bisschen relaxen können. Denn es geht 2 Kilometer etwa geradeaus mit Geschwindigkeiten von etwa 290 Kilometer pro Stunde. Der schnellste Streckenabschnitt überhaupt. Die zweite Runde geht zu Ende. Niki Lauda in Führung. Die Ferraris drehen ja in diesem Jahr sauberer denn je. Niki Lauda wurde im letzten Jahr der Trainingsweltmeister genannt, weil er 9-mal in 15 Grand Prix die Pole Position, die erste Startreihe inne hatte. Dann aber im Rennen ging manches daneben mit den Autos und auch mit den nervösen Mechanikern an der Box, der großen Schwäche von Ferrari. An zweiter Stelle Depailler, ein bisschen überraschend, denn in diesem Jahr konnte er sich nur selten vorne platzieren. Ganze 12 Weltmeisterschaftspunkte hatte bisher und hier der Weltmeister des Vorjahres, Emerson Fittipaldi. Sie sehen es selbst mit einem Plattfuß am linken Hinterrad auf dem Weg an die Box in langsamer Fahrt. Die
Reifen sind übrigens hinten 50 cm breit, vorne 35 cm. Es sind Bestrebungen im Gange, die Reifen nicht mehr so breit zu lassen, da das Risiko natürlich, dann wenn der Wagen nicht mehr stabil ist, riesengroß ist. Fittipaldi an der Box. Der Weltmeister startet schon zum fünften Mal am Nürburgring. Immer hat er Pech. Niki Lauda in seinem 53. Grand Prix. Bisher konnte er 6-mal gewinnen, 4-mal davon in diesem Jahr. Depailler, der ihn verfolgt, ist noch ohne Formel 1-Sieg, obwohl er schon 27 große Preise gefahren hat. Das ist übrigens Reutemann, den wir hier gerade noch ausgangs von Breitscheid gesehen haben. Eine imposante Aufnahme von unserem Hubschrauber. Sie können genau den Abstand zwischen den beiden führenden Fahrzeugen während der Strecke ausmachen. Tyrrell, das ist übrigens jener Rennstall, für den Jackie Stewart 3-mal auf dem Nürburgring gewinnen konnte. Motorrad hat er angefangen und im letzten Jahr war er Formel 2 Europameister vor Hans-Joachim Stuck. Depailler fährt in dieser dritten Runde neuen Rundenrekord mit 7 Minuten und 10,9 Sekunden. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 190,8. Und das, obwohl der Tank noch fast voll ist, damit der Wagen noch schwerer. Der Nummer 27 erkennen wir Mario Andretti, ein in den USA lebender Italiener. Er ist Neunter im Augenblick mit seinem Parnelli PC3. Jacques Lafitte, im Augenblick in der Formel 2 Europameisterschaftswertung führend mit der Nummer 21, der Ferdinand Williams. Karussell. Eine der langsamsten Stellen auf dem Nürburgring. Mit etwa 100 gehen die Fahrer durch diese Kurve. Zwischenstand nach der vierten Runde, die 12, das ist Lauda vor 4, Depailler. An der Box Lella Lombard-Nehmerin an diesem Grand Prix, die Italienerin, ist allerdings bisher vom Erfolg nicht gerade verfolgt in der Formel 1. Einmal in Spanien, als das Rennen abgebrochen wurde, nach dem Unfall von Rolf Stommelen, wurde sie auf dem 6. Platz gewertet. Claire Regazzoni. Der Schweizer, Vize-Weltmeister des Vorjahres, fährt neuen Rundenrekord mit 7 Minuten und 7,7 Sekunden. Regazzoni, früher unbeliebt, ja gefürchtet bei den Konkurrenten wegen seiner forschen Fahrweise, ist mittlerweile erfreulicherweise wesentlich ruhiger und disziplinierter geworden. Jody Scheckter erhält den offiziellen Rundenrekord. Genauer gesagt, er hielt ihn vor diesem Rennen mit 7 Minuten und 11 Sekunden. Depailler auf der Verfolgung von Lauda. Es ist zu erkennen, dass Depailler meist etwas später die Kurven anbremst. Dafür kommt Lauda etwas schneller aus den Kurven heraus. Rennende für Carlos Pace, einen der Favoriten. Sein Brabham steht im Karussell.
Lauda vor Depailler, Ferrari vor Tyrrell Ford. Depailler jetzt genau im Windschatten. Der Zwölfzylinder vor dem Achtzylinder. Der Zwölfzylinder kann fast 12.000 Touren drehen, der Achtzylinder etwa 11.000. Deutlich auch in dieser Studie zu erkennen, die aerodynamischen Hilfsmittel, so der Heckspoiler, der im nächsten Jahr verboten werden soll. Die Fahrer wehren sich dagegen, sie sind zumindest für einen langsamen Abbau, weil sich die Konstrukteure so schnell gar nicht umstellen können, wenn die Autos trotzdem stabil auf der Straße liegen sollen. Für Hans-Joachim Stuck ist das Rennen zu Ende. Er kommt zu Fuß zurück, nachdem sein Wagen kurz vor dem Ziel liegen blieb. Pech, der zweite Deutsche ist out of race. Nicht besser geht es Emerson Fittipaldi, dem Weltmeister des Vorjahres. Wenn ein Fahrer erst einmal aus dem Auto raus ist, dann hat er auch selbst resigniert. Er hatte große Reifenprobleme an diesem Tag. In Führung Niki Lauda. Neuer Rundenrekord zu diesem Zeitpunkt durch Clay Regazzoni in der Verfolgung der Spitzengruppe mit 7 Minuten und 6,4 Sekunden, Durchschnittsgeschwindigkeit 192,8 im Kurvenlabyrinth des Nürburgrings. Unsere Hubschrauberbilder erlauben es Ihnen, den Zweikampf an der Spitze zu verfolgen. Harald Ertl, der Österreicher mit der deutschen Fahrerlizenz, zu diesem Zeitpunkt durch viele Ausfälle auf dem 13. Platz. Nicht mehr dabei, wie gesagt, Jochen Maas seit der ersten Runde und Hans-Joachim Stuck seit der vierten Runde. Schade, denn sicherlich waren gerade wegen dieser beiden Fahrer manche der deutschen Zuschauer gekommen. Jean-Pierre Jarier, der Franzose mit dem Shadow, der sich an den fünften Platz hervorarbeitet, fällt in dieser Situation an der Schikane, an siebter Stelle liegend aus. Das Gesamtklassement nach der siebten Runde, nach der Hälfte der Distanz, Lauda vor Depailler und Regazzoni, an vierter Stelle Reutemann mit der 7, mit der 24 dann James Hunt und mit der 3 Jody Scheckter, die 17 hat Jean-Pierre Jarier, der aber zurückfällt. Auch Depailler muss an die Boxen. Carlos Reutemann ist in die zweite Position gerückt.
Der Argentinier, der 1974 drei Grand Prix gewinnen konnte, wartet in diesem Jahr noch auf einen ganz großen Erfolg. James Hunt mit dem Hesketh hinter ihm. Erfreulich übrigens, dass die Tendenz bei den Reifenmischungen wieder zu einer Stabilisierung kommt. Man fährt wieder härtere Mischungen, damit haltbare Reifen, die etwas weniger Haftung am Boden haben, aber eben nicht mehr so häufig zu Reifendefekten führen. Und hier Lauda langsam überholt zu diesem Zeitpunkt und damit fällt also der in der Weltmeisterschaft führende Österreicher zurück. In führender Position jetzt Reutemann. Ein spannender Rennverlauf. Trotz dieser härteren Reifenmischungen große Reifenprobleme bei dieser Hitze. 80 bis 90 Grad sollen die Slicks haben. Bei dieser Hitze übersteigen sie leicht diese Grenze. Dann kleben sie nicht mehr, die Reifen, dann brennen sie an der Straße. Sie sind übrigens nicht schwerer als beispielsweise der Reifen eines Volkswagens und nur mit 1,1 Atü vorne und 1,2 Atü hinten aufgepumpt. Reibungsloser Rennverlauf. 2800 Streckenposten und Hilfskräfte sorgen dafür. Im Bild, langsam fahrend, jetzt einmal an der Döttinger Höhe, wesentlich langsamer als unser Hubschrauber, der abbremsen muss, Niki Lauda nach seinem Defekt. In Führung Carlos Reutemann, der Argentinier mit dem Brabham. Nur noch die Hälfte aller Fahrzeuge im Rennen. Der Materialverschleiß ist bei dieser Hitze zu groß. Der Nürburgring stellt große Anforderungen, vor allem an das Fahrwerk eines Wagens. In Runden am Nürburgring, das ist ständige Konzentration. Dazu gehört Reaktionsvermögen, Fingerspitzengefühl, technisches Verständnis und Ausdauer. Ob Mut zu diesem Fahren gehört, darüber streiten selbst die Fahrer. Manche sagen, Mut darf man nicht haben, es muss Selbstvertrauen sein. Mut wäre schon gefährlich. Niki Lauda kommt an die Box. Sie sehen es selbst, Plattfuß vorne links. Mit 60 Sachen rutscht er an die Box. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Nach 16 Sekunden ist alles vorbei, obwohl nur vier Mechaniker gleichzeitig helfen durften. So schnell geht das im Grand Prix-Sport, wenn ein Reifen gewechselt werden muss. Mit der Nummer 21, Jacques Lafitte, der durch die vielen Ausfälle immer weiter nach vorne kommt. In diesem Augenblick schon auf der zweiten Position hinter Reutemann. Denn Tom Price, der vorübergehend diese Position innehatte, langsamer geworden mit einem Defekt. An der Box auch James Hunt.
mit dem Hesketh, der Sieger des großen Preises von Holland. Früher nannten sie ihn James Shunt wegen seiner Fahrweise, aber mittlerweile ist er ruhiger geworden. Die Positionen im Augenblick: Reutemann in Führung vor Lafitte. Harald Ertl auf dem 8. Rang. Er sagte vor dem Rennen: Ich will die anderen vor mir herschieben, aber wenn sie ausfallen, dann schiebt er gar nicht mehr so viele. Wir verfolgen Carlos Reutemann, in Führung liegend. Sein Brabham hat übrigens einen Stabilisator, der während der Fahrt zu verstellen ist, gegebenenfalls. Eine Neuerung in der Formel 1. James Hunt länger an der Box, als ihm lieb ist. Er dreht dann eine kleine Schleife, wie die Nürburgring-Experten sagen. Das heißt, er dreht gleich hinter dem Start- und Zielhaus herum und kommt wieder an die Box. Und das bedeutet nach dem Reglement das Aus für ihn, auch wenn er es nicht begreifen will. Mit der 16 an dritter Stelle Tom Price, der Engländer, der 19 Grand Prix bisher gefahren hat, aber noch keinen gewinnen konnte. Im Vorjahr war er Sechster am Nürburgring. Carlos Reutemann, in Führung liegend, war im letzten Jahr Dritter. Ihm liegt der Kurs in der Eifel. Rechts erkennen Sie noch den Wagen von Carlos Pace, und der Markengefährte Carlos Reutemann lässt sich davon nicht beeindrucken, hat fast eine Minute Vorsprung vor der Konkurrenz. Das ist die Einfahrt zum Karussell. Tom Price, der im letzten Jahr das Race of Champions in England gewann, das nicht zur Weltmeisterschaft zählt. In Silverstone hatte er vor 14 Tagen die Pole Position, kam aber dann nicht ins Ziel. Shadow, eines der schönsten Autos in diesem Feld. Wieder im Rennen, zu diesem Zeitpunkt Patrick Depailler mit dem Tyrrell Ford, allerdings überrundet an 11. Position. Harald Ertl an 7. Stelle und Lauda schon wieder 4., trotz des Boxenstopps nach Reifenwechsel. Im Training gab es schon 22 Reifendefekte. Das setzte sich im Rennen hier fort. Bei der Einfahrt ins Karussell haben Sie eben deutlich erkennen können, wie die Fahrer aus Kurven Geraden machen. Niki Lauda, der Österreicher, 14 Punkte in der Weltmeisterschaftswertung vor Emerson Fittipaldi, und dieser ist schon nicht mehr im Rennen. Ein Sieg für Lauda, und er wäre bei 4 noch ausstehenden Weltmeisterschaftsläufen praktisch schon Weltmeister mit 23 Punkten Vorsprung bei noch 28 möglichen für Fittipaldi. Antoniusbuche, Tiergarten, Bremskurve und Einfahrt auf die Zielgerade. Carlos Reutemann nach 12 Runden klar in Führung. Sein deutlicher Vorsprung zwingt ihn nicht, noch eine schnelle Runde zu fahren.
Jetzt, da der Tank leer ist, wäre es eigentlich möglich, unter dem Rundenrekord von Regazzoni von 7 Minuten und 6 Sekunden zu bleiben. Aber warum soll er etwas riskieren, wenn er so deutlich in Führung liegt? Nordkehre. Für die Formel-1-Piloten keine Probleme. Bei der Formel V oder anderen Klassen kann man hier schon einmal beobachten, wie die Fahrer die Ideallinie nicht treffen und dann in Schwierigkeiten kommen. Konkurrenzlos Reutemann, der Argentinier, in Führung. Nach 13 Runden, also eine Runde vor Schluss. An zweiter Stelle mit der Nummer 21 Jacques Lafitte mit dem Williams. In 12 Grand Prix hat er bisher noch nicht gewinnen können. Die Tribüne an Start und Ziel. Hier gibt es die teuersten Plätze, weil man am besten sieht. Aber viele bevorzugen die Plätze auf der Strecke. Der Streckenfunk ermöglicht ja eine optimale Information am Nürburgring während der 14 Runden. Vorbei an den Boxen geht Lafitte in die letzte Runde. Lafitte führt im Augenblick in der Formel 2 Europameisterschaftswertung ganz souverän. Er wird sicherlich im nächsten Jahr ganz in die Formel 1 einsteigen können. Niki Lauda hat sich wieder nach vorne gearbeitet, ist jetzt auf dem dritten Rang. Der Österreicher ist sicherlich im Augenblick der gleichmäßigste Formel-1-Pilot. Keiner macht sich auch so viel Gedanken um die Konkurrenz, um das Auto, um den eigenen Fahrstil wie er. Vor Jahren ist er mit Bankkrediten in die Formel 1 eingestiegen. Heute ist er wahrscheinlich Millionär. Der Erfolg hat ihn dazu gemacht. Niki Lauda in dritter Position hinter Reutemann und Jacques Lafitte. Auf Rang 4 Tom Price, Alan Jones an fünfter Stelle und Gijs van Lennep, der Holländer, in der sechsten Position. Eine Riesenüberraschung, denn der Holländer ist eigentlich nur als Konzession an die Zuschauer aus Holland, die hier zum Nürburgring kommen, an den Start gekommen. Eigentlich ein Langstreckenpilot im Tourenwagen. Aber wenn so viele ausfallen, dann rücken die anderen nach vorne, so wie Harald Ertl, der Siebter ist. Rennen in Holland und in Belgien. Spannung also bei diesem Grand Prix. Bis zum Schluss, das war nicht immer so zu Zeiten von Jackie Stewart, der beispielsweise zusammen mit seinem Teamgefährten Sever, mittlerweile verstorben, vor einigen Jahren hier souverän das Feld beherrschte. In einer Runde mit Carlos Reutemann, dem Führenden, jetzt nur noch 7 Fahrzeuge. Das ist ein Drittel des Feldes und weitere 3, 4 sind noch dabei. Carlos Reutemann auf dem Weg zu seinem 4. Grand Prix-Sieg im 51. Rennen. Beispielhafter Gleichmäßigkeit hier ausgangs des Karussells. Wir verfolgen Carlos Reutemann mit seinem Brabham auf dem Weg zum Ziel, auf dem Weg zum Sieg. Das sind übrigens die Füße unseres Kameramanns im Hubschrauber.
Manchmal möchte man meinen, die Landschaft sei viel zu schön, als darin Autorennen zu fahren. Niki Lauda in dritter Position, gefolgt wieder von Patrick Depailler, der allerdings eine Runde Rückstand hat. Dieses Duell kennen wir schon aus den ersten Runden. Da lag allerdings Depailler mit Lauda noch in einer Runde. Die Spitze im Schwalbenschwanz. 315 von 319 Kilometern sind gefahren. Jacques Lafitte an zweiter Stelle liegend. Wieder das Duell Lauda und Depailler im Karussell. Aber Lauda ist Dritter, Depailler Neunter mit einer Runde Rückstand. Zwei Grand Prix hat man in diesem Jahr schon abbrechen müssen. Dieser Grand Prix fand ein gutes Ende, wenn auch mit schwachem Feld, nur noch 9 erreichten das Ziel. Als erster Carlos Reutemann mit dem Brabham BT44, Sieger des Großen Preises von Deutschland 1975 auf dem Nürburgring. Hinter ihm liegen etwa 900 Kurven, 320 Kilometer und 1 Stunde und 41 Minuten 14,1 Sekunden. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit bei seinem Sieg, der ihm 35.000 Mark einbringt, 189,5. Zweiter Platz für Jacques Lafitte mit dem Williams. Diese beiden kamen ins Ziel ohne Boxenstopp. Der Siegerwagen, der Brabham Reutemann im Parc Fermé. Dritter Platz für Niki Lauda, den Österreicher. Vierter dann Tom Price mit dem Shadow. Fünfter Alan Jones auf dem Hill. Und sechster Gijs van Lennep mit dem Ensign. Siebter Platz für Harald Ertl mit dem Herskopf. Ein schöner Erfolg für den Österreicher in Deutschland. Dass der Automobilsport und speziell die Formel 1 eine Materialschlacht ist, der Ausdruck sei gestattet, ist bekannt und wurde heute in aller Deutlichkeit auf dem Nürburgring neu belegt. Umso erfreulicher, dass die Menschen die Probe bestanden und das Risiko besiegten. Wie ich meine, der schönste Erfolg des 35. Grand Prix von Deutschland auf dem Nürburgring.